So, willkommen zu ja, einer kleinen Mini-Detection NTCW-1 Competition. Ihr braucht immer noch einen kürzeren Namen. Mal Ja, wieder ich aus dem. schlag einen vor. Ja, Ich dachte, wir das heißt TTAH, du. können es auch Das Tado nennen. Tetado. Tado. Nein, das erste T ist stumm. Dann ist nur Tado. Tetado. Dann fehlt dir aber ein Hört H. sich an wie so ein alter Gott. Ja, oder irgendein Spruch. Ja. Naja, auf jeden Fall gibt es heute mal eine Mini-Competition. Beim letzten Mal hatten wir das Ganze ja so gemacht, dass es drei Spiele gab mit absteigender Punkteanzahl. Jetzt in der Mini-Competition ist es einfach so, wir haben ein einziges Spiel. Wer dieses Spiel gewinnt, gewinnt. Das heißt also auch kein Punkterechnen, kein gar nichts. Einfach mal für zwischendurch, weil ich das auch ein bisschen schneller vorbereiten konnte. Und ja, Fragen dürfte es bis jetzt noch nicht geben. Punkte habt ihr noch keine angezeigt. Und mir fällt gerade auf, ich habe mein Punktetool gar nicht offen. Ich bin sehr gut vorbereitet. Einen Moment. Wo ist es denn? Wie Ah, ich suche mich kannst du gleich. nur? Ja. Genau, zum Spiel. Ich bereite es gleich mal vor, weil wir haben gleich noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Im Discord steht nochmal ein Link zu dem Stream. Das heißt, ihr könnt nochmal gerade sehen, wie das Ganze aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr den jetzt alle schon offen habt. Müsst ihr nicht unbedingt, aber ich denke, dann seht ihr zumindest ein bisschen was. Müssen wir noch irgendwas runterladen oder so? Genau, da komme ich jetzt einmal zu. Muss einmal kurz gucken. Genau, ich habe mal geschaut. Ihr habt alle das Spiel schon, außer Eiko. Deswegen, dir schicke ich jetzt einmal kurz nochmal ein Key. Den musst du noch einlösen. Ist vielleicht jetzt nicht, ich sag mal, ganz so fair, weil die anderen das halt schon kennen. Aber gut. Okay. Können wir jetzt nichts anderes machen. Dann sag mir gleich mal Bescheid, Eike, wenn du das Ganze eingelöst hast. Dann kann ich auch das Ganze mal Ist auflösen. das bei Steam? Spiel, Was ich in der Bibliothek habe, aber noch nie gespielt habe. Ich Oh Gott, mach weiß doch gar noch nicht, ob du das mal. gespielt hast. Keine Du musst Ahnung. so bei Bei Steam Spiele. auf Spiele und dann ein aktivieren, ja. Ein Produkt bei Steam aktivieren. Ach so, nee, der fragt jetzt CDs. Oh, wenn ich kann das nicht lesen. Ja, das ist okay, das ist richtig. Genau, da musst du nur diesen Key, den ich Doch. dir gerade geschickt habe, einlösen und dann können wir auch gleich das Spiel starten. Bestimmt. Weiter Ach, 55. zustimmen und dann kommt irgendwann hier links Code eingeben. Alter, ich glaube, meine Augen sind noch mal schlechter geworden. Brauchst du eine Oder die Brille ist Zoom-Stufe? noch schlimmer. Das sind 86 Gigabyte? Sind 86 Gigabyte. Okay, dann Was für ein verzögert sich Spiel das ist ein das? bisschen. Das müsste doch eigentlich Nein! stehen, oder? Nein! Warte! Was? Nein! Du Okay. hast mir nicht Borderlands 3 geholt! Was? Da steht Borderlands 3? Das kann gar nicht sein. Weil das, was wir eigentlich spielen, ist ein Music-Quiz. Bambuselt! Da habe ich Warte, dir habt wohl aus ihr Versehen da die falsche Key abgesprochen? geschickt, Kevin. Was Ups. ist das? Also Mit mir hat niemand was abgesprochen. Nein, das stimmt, das haben Struppi und ich abgesprochen. Wir hatten ja vor, dir Borderlands 3 zu schenken. Und wir hatten uns gedacht, gut, wenn wir das machen, du würdest das nie annehmen. Du würdest sagen, nee, das kannst du nicht machen. Deswegen haben wir uns einfach mal Jetzt ist er gedacht, zu spät. spät. Auch nicht mehr aus deinem Account rauslöschen. Genau. Das heißt, jetzt hast du es und du kannst dich da nicht gegen wehren. Und weil wir uns an Weihnachten wahrscheinlich nicht sehen werden, deswegen schon mal frohe Weihnachten. Genau, ho, ho, ho. Dankeschön. Dann können wir Ich das fange im jetzt neuen an, Jahr mal spielen. zu heulen. Wir wollten einfach extra Könnt fies ihr doch sein. nicht Deswegen, mehr also. wissen. Na toll, und wir nehmen das gerade auf, ne? Ja. Vor allem, wir sind extra fies, indem wir jemandem was schenken. Genau. Ja. Oh nein, ihr seid so verrückt. Und ich habe nicht mal gerade Taschentücher hier, weil die leer sind. Und oh nein. Sehr gut. Ja, oh mein Gott. Sollen Mann, wir dass dir ich noch das ein erst paar gar nicht Minuten gepeilt geben? habe. Ja. Oh Mann. Sehr Rock, gut. willst du dir mal Taschentuch holen?
Ja, ich hole gerade mal Taschentücher. Jetzt eskaliert das hier noch. Weil ich dachte gerade so, irgendein Fehler ist unterlaufen. Ihr könnt doch nicht jetzt hier ein Spiel verlangen, was 83 GB hat. Und dann lese ich oben, dass da Borderlands 3 steht. Und das, was ja nicht genug ist, es ist natürlich fett an der Seite, dass da Borderlands 3 ist. Dass ich das nicht sofort realisiert habe. Ne? Und natürlich lese ich mir auch nichts durch. Einfach Key eingeben und ja. Oh, das ja, aber das Fiese bei Steam ist, du tippst den Key ein und du siehst nicht, was der Key macht, bis du ihn aktivierst und danach kannst du es auch nicht mehr zurückgängig machen. Genau, du siehst halt auch nicht, was du aktivierst. Von daher hat das prima funktioniert, muss ich sagen. Ja. Du hattest leider keine Chance diesmal. Oh Mann. So. Rogue, bist du schon wieder da oder bist du noch Taschentücher holen? Ah, nee, du bist gemutet. Er hat mir gerade geholt. Ach so. Okay, dann warte ich gerade noch ein bisschen. Sonst kannst du ja auch einen kleinen Cut machen und dann. Ach was, ich lasse das weiter. Ich lasse das laufen, weil ich muss gerade eh noch mal meinen Punktetool holen. So. Ja, aber das, was wir jetzt gerade, die 2 Minuten oder so, kannst du ja einfach auscutten. Ich finde das gut, das sollten wir drin lassen. Da habe ich keine Ahnung, wie ich das wieder gut Nein, ich mache. Meine nicht alles davor, sondern jetzt gerade diese 1 Minute, bis Rogue wieder da ist und es losgeht. Ja, ich bin da. Ich finde auch die Diskussion noch gut, dass wir das cutten sollen oder nicht. Ich würde das alles drin lassen. Ach so. Okay. Ja. 7, 4, 3, 9 und 6. Genau. Also, zum Spiel. Ihr habt es ja gesehen im Titel, da steht nämlich Musikquiz. Das heißt, ich habe alle Kosten und Mühen gescheut. Keine Kosten und Mühen gescheut, so rum. Und habe ein paar, ich sag mal, Soundtracks rausgeholt oder rausgesucht aus verschiedenen, ich sag mal, Medien. Es ist, sind nicht rein Spiele. Es sind viele Spiele dabei, aber es sind nicht nur Spiele. Oh Gott. Hm? Sind es Spiele, die Eiko gespielt hat? Ich weiß immer noch nicht, welche Spiele Eiko gespielt hat. Ich hätte sie noch fragen wollen, aber das wäre jetzt, glaube ich, dann zu viel des Guten gewesen. Von daher. Nee, alles gut. Ich schalte einmal um auf die Punktetafel. Genau, da haben wir nämlich noch keine Punkte. Das ändert sich jetzt. Hoffentlich. Ja, perfekt. Ja, da steht eine Null. Genau. Da ist das Spiel kennt ihr so gesehen von dem letzten Soundeffekt-Quiz. Es läuft ähnlich ab. Ich habe da ein paar Soundtracks vorbereitet. Es sind diesmal an der Zahl nicht ganz so viele, einfach weil das letzte Mal sich das Ganze so ein bisschen gezogen hat. Das wird ein bisschen lang. Eine Änderung möchte ich gerne machen, und zwar die richtige Antwort. Also wenn jemand die richtige Antwort sagt, gibt es einen Punkt. Bei einer falschen Antwort gibt es keinen Punkt mehr abgezogen. Aber wer einmal falsch rät, darf in der Runde dann halt nicht nochmal raten. Das heißt also, dann haben die beiden anderen nochmal die Möglichkeit, die Frage zu beantworten. Mhm. So. Ich spiele verschiedene Soundtracks vor. Ihr müsst mir sagen, welches Spiel oder... Können wir die Buzzer kurz ausprobieren? Ja, können wir gleich machen. Lass mich kurz nochmal die Regel vorlesen. Okay, ja. Wo war ich? Genau. Wer den Soundtrack kennt, muss mir sagen, was für ein Spiel oder was für ein Medium dahinter hängt. Alternativ könnt ihr mir auch den Titel des Soundtracks nennen, falls ihr den wisst. Wobei ich mal davon ausgehe, dass ihr werden wahrscheinlich eher dann das wisst, wo es herkommt, als wie es heißt. Aber ansonsten, also, falls ihr da was zum Beispiel sowas ist wie so ein Lied aus einem Film, das Titanic-Lied oder so zum Beispiel. Genau. Das sind natürlich auch alles jetzt Copyright-geschützte Lieder, deswegen habt ihr da dann auch gleich euren ersten YouTube-Strike mit drin. Genau. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass man einen Strike bekommt. Sollten wir jemals mit dem Video Geld verdienen, würde das sofort weggeclaimt werden. Das sofort Sony anclaimen. Das kann sein, aber da ich jetzt aus ganz verschiedenen Bereichen was habe, dann müssen sich die Claimer drüber streiten, wer denn nachher das ganze Geld kriegt. Ja, dafür hat das Video dann am Ende 10-mal Werbung. Sony-Claim. Hier Nintendo-Claim. Alles Claim. Genau. Yay, wir sind berühmt, zumindest bei den 4. Ich habe noch eine Frage. Wie melden wir uns denn, wenn wir antworten wollen? Genau, ich habe im Discord einen Link geschickt, wieder zu dem Buzzer-System, da müsstest du dich einmal noch mit anmelden. Rogue und Eiko sind schon da.
Usa. Ja, Schatz, kannst du bitte den Download pausieren? Bei mir kommen nur noch 2 FPS an. Oh ja, das reicht. Ach, du lädst gerade Borderlands runter. Ja, wie mach ich das? Du gehst auf Downloads und auf Pause. Also anhalten heißt es, glaube ich. Ich glaube, ich habe gepasst. Wenn ich irgendwas, ach, ja, da oben. Weißt, warum setzt man das ganz oben rechts in die Ecke, anstatt mit einem anderen Pfeildinger einfach so einen Pause-Knopf? Ja, habe ich noch nie verstanden, aber ich glaube nicht, dass sie es nochmal ändern werden. So, Strubi hat gebuzzert. Ich reset das Ganze nochmal. Ah, FPS. Rogue Eichel kann das auch gleich nochmal testen. War das mein Buzzer? Ja, Eichel gebuzzert. Weil ich bei mir nämlich so Ton-Aus-Symbol habe. Ja, ist bei mir auch. Nochmal gebuzzert. Und Rogue, hast... Ja. Hört er das Buzzer-Symbol? Ah, wahrscheinlich müssen wir das bei uns aushaben, damit wir es nicht doppelt hören. Kann das sein? Nee, ihr könnt es ruhig anhaben. Das ist erstmal... Also ich höre das bei mir gerade eh nicht. Achso. Echt? Ich höre es auch nicht. Ich höre es nur durch den Discord. Achso, bei Discord leitet es weiter. Das ist schon mal gut. Ja. Kann es sein, dass die Küken gerade wieder voll durchdrehen? Ja. Ich höre nichts. Ja, ist kein Wunder. Sind ja auch Türen zu, aber ja, ist auch einzuschlafen. Nee, lass uns das spielen und ich hoffe, dass die Küken nicht ganz durchdrehen. Ja, ist ja auch noch das Licht an. Zur Not ist das Hintergrund... Untermalung. Na, also. Das wird man nicht hören. Also, nee. So krass sind unsere Mikrofone jetzt nicht, die so viel Sound haben. Aber ich weiß, halt zwei Türen jeweils zwischen. Oh. Okay. Ja, das sollte gehen. Ich muss mal gerade hier meine Fensterchen so ein bisschen sortieren, weil ich gerade wieder zu viel offen habe. Mhm. Wir haben hier einen Text-Entry. Brauchen wir das für irgendwas? Nö, das ist einfach nur Standard bei dem Buzzer-System. Genau, Buzzer. Du kannst deine Antwort, glaube ich, reinschreiben. Ja, brauchst du auch nicht. Also, wer die Antwort weiß, buzzert. Ich sag dann euren Namen. Und dann dürft ihr antworten. Ja, also, so wie beim letzten Mal. Ja, es sind nicht ganz so viele Tracks, hatte ich ja schon gesagt. Und ich würde aber trotzdem einmal ein Beispiel machen. Und wer das Ganze weiß, der buzzert. Das gibt aber jetzt erstmal noch keinen Punkt. Okay. Alles klar soweit? Jo. Ja. Prima. Dann geht das erste Lied oder Soundtrack los. Struppi? Hey. Struppi? Hast du meinen Namen gesagt? Ja. Ja, habe ich. Super Mario. Brothers. Ja. Darauf hast du gewartet. Super Mario? Super Mario ist ein anderes Spiel. Ja. Gibt es das als Spiel? Aber hat das nicht das gleiche... Super Mario? Nee, das ist das mit den Röhren, und wo man von unten an die Dinge springen muss. Ja, aber ist nicht der gleiche Sound. Nein, sind andere Soundtracks. Oh, weil ich kenne dieses... Das ist Super Mario Bros., ja. Ja, das kenne ich nämlich nur als für Super Mario den Soundtrack. Nee, das ist falsch. Das Bros. Gehört da noch mit zum Spiel hinzu. Okay. Ja. Vielleicht noch eine wichtige Information. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt ein Soundtrack, sagen wir mal, zum Beispiel in Smash mit vorkommt oder so. Ne? Dann möchte ich aber nicht wissen, dass dann das Ganze in Super Smash Bros. Vorkommt. Ich möchte das Originalspiel wissen. Mhm. Eine Sache ist mir jetzt allerdings schon aufgefallen. Ihr habt viel zu schnell gebuzzert. Das ging mir also viel, viel zu schnell. Deswegen würde ich das Ganze jetzt einmal ein bisschen... Das ging mir viel zu schnell. Deswegen will ich das jetzt so ein bisschen variieren. Ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Ah, du musst... Oh, nein. Aber das war doch auch ein einfaches Lied. Ja. Das kann man ja noch rausnehmen, wenn es keiner errät. Okay. Genau. Und zwar gibt es hier so einen kleinen Twist. Also ihr hört die Soundtracks. Das sind auch relativ einfache Soundtracks, würde ich sagen. Aber... in halber Geschwindigkeit. Wenn ihr nach einer gewissen Zeit das halt nicht erkennt, dann würde ich halt langsam die Geschwindigkeit wieder erhöhen bis zum Normalzustand. Alles klar? Okay. Ja. Prima. Ja. Dann kommt Nummer 2. Aber du hast mich noch nicht zurückgesetzt. Ein Punkt. Nee, aber ich wurde noch nicht zurückgesetzt. Ich kann gar nicht. Oh, Buzzer sind noch nicht zurück. Stimmt. Und ich war auch blöd. Ja, gab gar keinen Punkt. Wie ist der Buzzer? So.
Ich bin ein bisschen durch den Wind oder so. Alles soweit? Ja. Es ist Montag. Das stimmt. Ja. Dann jo. Kommt das nächste Stück. Eiko? SpongeBob Schwammkopf. Das ist richtig. Oder muss ich was anderes noch sagen? Nee. Jetzt Kiki, wo sind von SpongeBob Schwammkopf? Nee. Warum hab ich das als Erste erkannt? Rose, warum hast du das nicht zuerst erkannt? Nee, ich stand auf dem Schlauch. Ich hab was Videospielmäßiges erwartet. Ja, ich hab ja gesagt, es ist nicht nur. Ich dachte, hä, was hat denn ein Rededing und dann so SpongeBob Schwammkopf? Sehr gut. Ich muss bei mir, glaube ich, ein bisschen lauter machen, weil ich höre das kaum. So. Okay, Buzzer sind frei. Nächste Track. Ich kenne das Lied, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Rogue? Der DK-Rap von Donkey Kong 64. Das ist richtig. Sehr schön. Ich war mir nicht sicher, ob ihr das überhaupt kennt, aber doch. Du sagst recht einfache Lieder. Ach, der ist eigentlich relativ bekannt. Als einer der schlimmsten Videospiel-Soundtracks ever. Ja. Eine kleine Sache vorher. Was ist jetzt der Preis? Beim letzten Mal hatten wir ja gesagt, ein Kuchenaufkleber. Was werden wir jetzt als Preis wählen? Bevor wir jetzt irgendwie einen Gewinner raus haben, sollten wir das entscheiden. Das ist jetzt natürlich schwierig. Wie wär's mit echtem Kuchen von Eiko? Finde ich gut. Kann ich machen. Und wenn ich gewinne, was krieg ich dann? Ja, kriegst du echten Kuchen von Eiko? Darfst dir selber Kuchen machen. Warte, wenn ich gewinne, dann habe ich ja schon Borderlands 3 bekommen. Ja, das hast du sowieso bekommen. Du kannst es auch nicht mehr abgeben. Rogue bringt dann einfach beim Einkaufen mal einen Donut mit oder so für mich. Ja. Ja, okay. Oder so. Nee, ansonsten Gewinne haben wir jetzt nicht spezifiziert. Wenn er wollt, vielleicht fürs nächste Mal, aber so habe ich jetzt erstmal nichts geplant. Okay. Ja. Gut. Oh, dann kann es weitergehen. Okay. Ah, auf das freue ich mich, weil das klingt so super schön, gerade in langsam. Oh. Von daher, Blas hat den freigegeben, Nummer 4. Rogue? Das ist von Yoshi's Story. Das Main-Theme wahrscheinlich, Titelmelodie. Das ist richtig, ja. So klingt das in normal. Was ist Yoshi's Story? Oh ja, doch, das kennt man. Von auf dem N64. Kommt gerade sehr viel N64, das ist gut für mich. Aber in 50% Geschwindigkeit, finde ich, klingt das sehr gut. Ja. Ja, aber man erkennt sehr schnell. Ja, ja, ihr habt trotzdem ein bisschen gebraucht. Ja. So, Buzzer sind freigegeben, Geschwindigkeit passt. Nächster Song. Eiko leuchtet. Animal Crossing? Ich brauche aber irgendwie einen Teil. Ich brauche schon einen bestimmten. Weil ich kenne es halt von New Horizon. Ja, willst du New Horizon sagen? Nicht, ja. Dann gebe ich den Punkt dafür. Das war richtig. Ja!
Resets. Ist eingestellt. Ja. Dann kommt der nächste Song. Oder so. Rogue? Das Anime-Intro von Pokémon von der ersten Staffel. Das ist richtig. Ja. Stobi, was ist los mit dir? Ich habe das alles noch nie gespielt, gehört, gesehen. Okay. Wir sollten mal Pets kriegen können. Dann kommt das nächste. Reset? Entschuldige. Danke. Tut mir leid. Eiko leuchtet. Sims. Also, die Sims. Welcher Teil? Eins? Oh, welcher Teil? Ich hätte jetzt zwei oder drei gesagt. Ja, du musst dich aber für einen Teil entscheiden. Ah, scheiße. Die anderen dürfen übrigens auch schon buzzern, falls jetzt Eiko die Frage nicht richtig beantwortet, dann kommt die Person als nächstes dran. Ich sag zwei. Sagst zwei? Nein. Ja. Ja, ich hab das Lied leider noch nie gehört, deswegen. Ich auch nicht. Ja, aber wenn ich sage zwei oder drei und zwei ist falsch. Drei. Ja, aber wer weiß denn, wer sagt denn, dass drei richtig ist, wenn du das sagst? Drei. 2, 1. Aber ich habe schon gebuzzert. Nee. Hat man nicht gehört. Ah doch, du buzzerst. Bei mir steht buzzed. Das ist unter einem Fenster verschwunden, entschuldige. Dann hast du noch mal eine Chance. Was sagst du denn? Ja, dann da sage ich doch die Sims 3. Struppi, woher weißt du das? Das ist richtig. Vor allem, ich habe letztens noch Sims 3 gespielt und ich dachte so, nee, warte, Sims 3 hat doch irgendeinen anderen Soundtrack. Nein. Ich wusste, dass es nicht 2 ist. 2 habe ich gespielt. Ja, 2 habe ich auch gespielt und da kam es definitiv nicht vor. Ja, ich habe alle Teile gespielt, außer 4, wenn ich 4 scheiße finde. aber für mich hören sich alle Sims-Lieder gleich an. Das stimmt. Aber Moment, du hast 4 nicht gespielt und findest es scheiße. Ja, vom Konzept her, weil ich finde, es ist ein Downgrade zu 3, weil man nicht mehr frei über die ganze Map laufen kann. Dafür ist halt Charakterdesign ist halt wieder besser, weil man noch feiner einstellen kann. Aber da hat man auch wieder das Downgrade, weil man nicht mehr alle Farben frei einstellen kann, zumindest nicht im Grundspiel. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile durch den ganzen Kram anders geworden ist. Und ich habe das Gefühl, dass man für jeden Scheiß da jetzt Geld ausgeben muss. Und als ob jedes kleine Kleidungsstück ein neues DLC wäre. Also, gefällt mir so gar nicht. Ach so. Das ist doch EA, oder? Dass ich noch viel mehr Geld mache, als Sims eh schon ist. Kosten dich alle DLCs zusammen auch 1400 Euro oder so? Ja, irgendwie sowas. Habe ich mal irgendwo gesehen. Und ich finde, Sims 3 ist halt schon teuer. Dafür, dass wenn du halt dir alle Erweiterungen von sowas holst, dann ist es echt teuer. Ja, und da denke ich dann so, nee, will ich dann nicht mehr unterstützen. So, das ist es mir dann einfach nicht mehr wert. Vor allem, ich habe halt dann die ganze Zeit gehofft, so, ja, vielleicht kommt ja ein Sims 5 raus, wo man beides Positive aus Sims 4 und 3 hat und das kombiniert. Aber es kommt einfach seit Jahren nichts, außer noch mehr bescheuerte DLCs. Es ist dafür kommt ja hoffentlich dann irgendwann Paralives. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf Paralives. Vor allem, Größe-Einstellung war es doch, was es da gab? Ja, vor allem, du kannst alle Items irgendwie skalieren.
Ja, und was ich richtig geil finde, das mit den Geschlechtern. Ja. Es gibt nicht nur männlich und weiblich. Gibt es dann auch divers und Apache-Kampfhubschrauber oder wie? Nein, mich hat es bei Sims immer gestört, so als ich Teenager war, dass ich keinen Transmann spielen konnte. Ich wollte einfach einen Mann spielen, der Kleider trägt. Und das ging nicht. Also habe ich mir so viele kranke Mods runtergeladen, dass ich endlich einen Mann mit langen Haaren, Make-up und Kleid spielen konnte. Okay. Ja, wer wollte das schon nicht? Ich? Nein, Schuppi, irgendwas passt mit dir nicht. Okay. Lass uns weitermachen. Ja, machen wir weiter. Okay. Buzzer sind frei. Next. Ist das schon die volle Geschwindigkeit? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ja, doch nicht. Ja, doch. Sagt mir nicht. Doch, warte. Aber was ist das für ein Spiel? Ich glaube, das ist sogar ein Serious Sam Mod. Weil ich das nicht mehr habe. Drei? Ja, dann. Dann kannst du nur ein, wenn ich das verwendet habe, dann, ja doch, dann kann es nur, nein, aber es ergibt keinen Sinn. Aber wenn du das rausgesucht hast, Head in Time. Nein, das stimmt nicht. Dann war es falsch. Ja. Bin mir sicher, dass ich es gehört habe, ich könnte nicht sagen. Ja. Drei, zwei, eins. Nee. Dann nicht. Ich weiß nicht, ob euch das was gesagt hätte, wenn ihr den Anfang gehört habt. Also ihr könnt jetzt nicht mehr raten, der ist weg, aber eine Chance gebe ich euch da noch. Ja, ich kenne es. Also ich kenne es von irgendwoher, aber ja, keine Smash, Ahnung. Ja, irgendjemand in Smash hat das, glaube ich. Ja, es ist Undertale, Megalovania. Ah, ja, ich habe Undertale nie gespielt. Ja, aber das ich hab's kursiert, zu Sam nie verwendet. Ich meine sogar schon irgendwo. Vielleicht drückt mich doch mal irgendwie. Aber ihr habt's nicht erraten, von daher kommt's jetzt. Gibt's keinen Punkt für niemanden. Nee, keinen Punkt für jeden. Ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe eben Transmann gesagt, aber Transmann ist was anderes als das, was ich meinte. Ich glaube, ich meinte einfach eine Drag Queen spielen. Ja. Ach so. Wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ja, ich bin sehr um Political Correctness und so, seit ich Twitter habe. Ach so. Ja. Dann hast du jetzt wahrscheinlich einen deiner 5 Hasskommentare auf YouTube dann schon mal weg. Ja. So. Buzzer sind resettet, dann kommt das nächste. Stelle, die ich ausgesucht habe, wo du einfach nichts am Musik hast. Rogue. Ich lehne mich mal aus Fenster und sage Regenbogenboulevard von Mario Kart 64. Es klingt ähnlich, ist es aber nicht. Nee. So, Struppi, Alkohol, ihr dürft noch. Dann höre ich erstmal weiter rein. Ah. Da? Es hängt ein bisschen zwischendurch. Bei mir ist es bei euch auch. Ja, bei mir hängt auch manchmal ein bisschen. Oh, okay. Weiß es? Du weißt es? Ich hab keine Ahnung.
Ich hab's auch schon mal gehört, aber... 3, 2, 1. Rogue, bitte löse auf. Ist von Wii Sports, müsste das sein. Genau, das war Wii Sports, das Main Theme. Das ist zu lange her. Kein Punkt. Und dann kommt das nächste bestimmt. Ja, doch, passt. Raiko. Nyan Cat. Richtig. Ja. Was ist das? Bitte mach es weg. Ich hatte mal ein Spiel mit Nyan Cat und da ist genau das gleiche nämlich passiert, dass wenn man auf ein bestimmtes Ding geflogen ist, dass dann der Sound langsamer wurde. Okay. Okay. Ist mir das so schnell eingefallen. Okay. Das wusste ich natürlich. Also es war so ein Handyspiel halt. So. Aber es ist nicht allzu einfach, ne? So, auch gerade wenn es langsamer ist. Das klingt dann doch teilweise ja. ein bisschen sehr anders. Aber ihr macht das gut, muss ich sagen. So. Buzzer sitzt zurück. Und nächstes. Sehr, sehr enttäuscht. Das kommt mir bekannt vor, aber ich kenne es nicht. Nee, ich auch nicht. Es gibt auch nur eine Person, die überhaupt keine Chance hat, das einpacken zu können. Ja. Also kein Horrorspiel. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, was gibt's denn vor? Five Nights at Freddy's. Heiko? Jetzt bin ich sehr enttäuscht, muss ich echt sagen. Alko, willst du irgendwie ins Blaue raten? Nein, ich habe keine Ahnung. Okay. Es war Wendy, Geheimnis und Sören, Titelmusik. Nein, deswegen kam es mir bekannt vor. Ja. was war das bitte? Wendy? Irgend so ein... Pferdekinderspiel. Ja, die hat meine Schwester tatsächlich früher auch gespielt. Das hab ich vielleicht vor, keine Ahnung, 17 Jahren das letzte Mal gespielt. Ja, aber ich konnte mich erinnern, beim letzten Soundeffekt-Quiz hast du dich beschwert, dass keine Sachen dran gekommen sind, die du gespielt hast. Unter anderem Wendy, Geheimnis und Sören. Und jetzt dachte ich, tue ich dir einmal den Gefallen. Schade. Ja. Bauchschmerzen. Heute machen wir Alkohol aber ganz schön fertig. Ja. Ich fühle mich schon fast schlecht dabei. Aber ich wollte dir eigentlich erst einen Punkt damit schenken. Ein Geschenk von uns, dann darfst du uns noch Kuchen backen und jetzt kriegst du sogar den Sound deines Lieblingsspiels und immer noch nicht das Richtige. Ja. Okay. Dann kommt der nächste. Wie bist du da dran gekommen? YouTube. Auf YouTube gibt es alles. Okay. Ja, okay. Ja. Ich denke nicht, dass ich das Spiel noch irgendwo gekauft habe, um mir die Titelmusik aufzunehmen. Es hätte was. Okay. Dann kommt Musik Nummer 12. Thank you.
Ha. Struppi-blinkt. Ja. Das kann nur eins sein, nämlich Stanley und seine Parabel. Stanley und seine Parabel. Also the Stanley ja. Parable. Das stimmt. Das ist wunderschöne Lied. Das ist the Follow the Line. The Stanley Parable. Ja, ich hab's tatsächlich nicht erkannt, langsam. Weißt du, hast du einen wunderschönen tiefen Männerchor gehört? Nee. Warum? Das war die extra tiefe Edition. Ich muss mal lauter stellen. Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, so tiefe Töne, wenn die nochmal langsamer sind, werden die, glaube ich, etwas leise. Aber da kann ich leider auch nicht ganz so gut gegensteuern. So. Die sind einfach weg, meinst du? Ja. Ja, gut. Okay, dann Glückszahl Nummer 13. Das ist ziemlich leise. Blinkt? Nee, Stubby blinkt, entschuldige. Stubby. Ich sage einfach irgendwas. Super Mario Galaxy. Nö. Schade. Achso, warte mal. Du hast ja auch schon gebuzzert. Super Smash Bros. Melee. Titelmelodie. Das ist richtig. Oh. Das war Smash. Das Smash darf da auch nicht fehlen. Ne, denk dran, ich habe die Sachen rausgesucht, das heißt, es sind meistens Sachen, die ich überhaupt noch so halb kenne. Wendy. Ja, gut, vielleicht. Mit Ausnahmen und so. Oh, nächster Sound. Nächste Musik. Natürlich. Natürlich. Struppi? Die Titelmelodie von The Forest. Das stimmt. Struppi, du holst auf. Sehr schön. Rock, du hast mich enttäuscht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie sich die Titelmelodie anhört. Das ist zu lange her. Sehr schön. Nummer 15. Eiko. Löwenzahn. Das stimmt. Ja. Ich hab's auch gedacht. Ich war mir aber unsicher. Ja. Ihr kriegt keinen Punktabzug. Ne? Ihr könnt ruhig früher buzzern, aber ihr dürft ja nur einmal raten. Ja, ich hab's bis dahin aber leider noch nicht erkannt. Ja. Löwenzahn. Auch ein Spiel, was ich gespielt habe. Löwenzahn. Ups. 8. Die CD habe ich, glaube ich, noch. Ja, ich sehe sie gerade von hier. Löwenzahn irgendwas. 1, 2 und 3, glaube ich. Ich habe aber, glaube ich, nur noch 3. Aber die haben wahrscheinlich alle das gleiche Intro, oder? Es gab doch auch nur von der Fernsehserie nur ein Intro. Ja, ja. Ja, vermutlich. Oh, nix. Struppi blinkt. The Legend of Zelda. Welcher Teil? Oder das ich habe das dran. Nie gespielt, jetzt muss ich irgendwann. Kannst du nicht sagen, The Legend of Zelda. Ja, oder doch, hieß eins, das erste? Aber 1, 2. Nee, das erste hieß so, aber ich will sagen, wie hieß das mit dem Boot?
Ist das Wind Waker? Ich sag das einfach. Das Wind Waker? Ja. Nee. Oh. Ja, Rook, du hast gepennelt. Ja, das ist Super Mario Sunshine. Ich glaube, Delfino Plaza heißt das Ding. Das ist ja doppelt richtig. Oh. Es war gar kein Zelda. Schade. Oh. Aber es hat sich so nach Bootfahren angehört mit dem Akkordeon. Würde es ja richtig. Ja, doch, das passt doch. Aber trotzdem falsches Spiel. So, das nächste. Oh, da muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen spulen, sonst wird das zu offensichtlich. Ich bin frei. Nein. Struppi erlöst uns. Wie heißt das komische Lied nochmal? Schnappi, das Krokodil? Ja, wie heißt es denn richtig? Ja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Ach, das heißt nicht einfach nur Schnappi? Nein, das hat so Titel. Ich bleib bei dem, was ich gesagt habe. Was hast du gesagt? Hast du jetzt nicht gemerkt? Nein. Wie hieß das? Beziehungsweise, ich bin so freundlich und gebe dir nochmal eine Korrekturchance. Also ich habe mir gemerkt, was du gesagt hast, und es war fast richtig. Wie hieß das Ding? Schnappi, das kleine Krokodil. Schnappi, schnappi, schnapp. Ja, das passt. Das war richtig. Oh, geklappt. Das wird spannend. War es mit klein oder ohne? Das war mit klein. Du hast am Anfang ohne klein gesagt. Du hast nur gesagt, Schnappi, das Krokodil. Ja, ich weiß. Ich hätte Schnappi das grüne Krokodil gesagt. Das Cousin vom blauen Krokodil. Ja. Nix. Rogue. Stardew Valley Title Theme müsste das sein. Kann ich nicht widersprechen. Wie hast du das so schnell erkannt? Also ich fand das recht schwer, aber brauchst du... An den Flöten habe ich das erkannt. Und er spielt zurzeit wieder... Nee, jetzt gerade gar nicht mehr. Eigentlich momentan nicht, aber ich habe vor einem Monat oder so hatte ich nochmal gespielt gehabt. Hm. So, das nächste wird, glaube ich, wieder etwas schwieriger. Und dann kam WoW. Ja. Schnuppi. Die Elder Scrolls 5 Skyrim. Das ist... Das wird halbe Sekunde zu spät. Ich hab an den Fluch der Karibik Soundtrack irgendwie... Ja, da habe ich auch zuerst dran gedacht. Es ist halt Männerchor, ne? Das ist, ja. Entschuldigung. Kein Problem. Musst du noch gerade schlucken, was trinken oder so, oder geht das? Nee, ich habe nichts zu trinken hier. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ist das vielleicht ein Appell daran, dass du dir was zu trinken holen willst? Mm-mm. Okay. Dann müsste ich zu den Küken. Also da steht mein Wasser und alles. Ich habe es gerade vergessen. Und ich dachte, werde ich da nicht mehr wegkommen. Ich dachte gerade, oh, jetzt erstmal einen Küken trinken. Aber auch. Nein, da ist nicht genug dran. Okay. Nächstes Lied. Irgendeine 8-Bit-Musik, die man kennt, aber... Ich kenne das Lied, aber ich bin zu dumm. Welches Spiel da, da, ist so bekannt war, aber. Wir können es alle mitsingen. Aber wo ist das denn? Das ist schon zu Ende. Lass doch mal laufen. Was? Oh, sie hat gepasst. Rook, Donkey Kong Country.
Ja, natürlich. Ja. Das hat es auch im Intro. Ja, nicht unbedingt in der 8-Bit-Variante, aber ich lasse es ganz mal. Kurz am Anfang, meine ich. Ja. Ich kenn's halt nur von da. Ich sag mal so, das passt. Es war das Nest Donkey Kong halt. Ja. In Country haben sie es dann mit übernommen. Next. Oh, hier muss ich auch wieder schnell spulen, sonst wird's zu offensichtlich. Eiko. Der rosa-rote Panther. Das stimmt. Wo hast du denn da hingespult? Das war doch der Anfang, oder nicht? Ja. Nee. Du. Na, nicht ganz. Du hast dann trotzdem irgendwie die gleiche Melodie wie am Anfang erwischt. Ja, irgendwie schon. Aber okay. Passt. So, wie ist eigentlich der Zwischenstand? Eiko hat 5 Punkte, Rogue hat 7 Punkte und Strubi hat 5 Punkte. Das ist alles sehr nah beieinander, das gefällt mir. Muss ich sagen. Ich glaube, wenn Rogue gewinnt, dann muss ich keinen Kuchen backen. Warum nicht? Weil Rogue, würdest du Kuchen essen? Kommt auf den Kuchen an. Also mein Plan ist ja, dass er gewinnt und er wird den sowieso damit zur Arbeit bringen. Genau, weil es ist eigentlich zu viel Kuchen. Aber die letzten Kuchen, die ich gebacken habe, da hat er nichts von gegessen. Was? Du ein Kuchenverweigerer. Vom oder Kürbiskuchen habe ich nichts gegessen. Ja, von den anderen Kuchen, dann isst du vielleicht ein Stück und dann war's was. Und für ein Stück muss ich einen Kuchen backen. Ja, gut. Er muss ja auch auf seine Linie achten. Genau, sonst wird er fett. Ja, ich müsste ihm noch mehr Kuchen füttern. Ja. Morgen ist eine Diät aus Cola, Chips und Kuchen. Oh ja, oder nur Kuchen intravenös einführen. Er wird sich so ein Schlauch gefüttert, wo ich einfach alles an Pizza und Pommes und hier Brathähnchen, alles was halt super fett macht, einfach so pürieren und dann durch den Schlauch. Ah ja. Oh, so ein Leben hätte ich gerne. Ja, das hast du normalerweise nach einem schweren Autounfall, wenn du deine Beine und so verloren hast und dann mit dem Schlauch gefüttert wirst. Aber nicht mit Brathähnchen und Pommes. Aber doch nicht püriert. Doch, aber püriert. Das ist doch voll widerlich. Dass du Kotze trinken würdest. Nein. Minus die Magensäure. Aber wenn man Cola reinpackt, dann kommt es schon, glaube ich, sehr ähnlich. Ja. Wenn du Cola reinpackst, dann zersetzt sich das ja selber, bevor es dich erreicht. Ja, machen wir lieber weiter. Okay, next. Oh, ich glaube, da kommt nicht ganz viel an Ton rüber. Läuft da schon was? Es ist so ein Geknitter manchmal. Ja, es knittert echt ganz schön. Das war's schon. Nee, es knittert's wieder. Willst du auf normaler Geschwindigkeit abspielen? Bin schon dabei. Nee, keine Ahnung. Ich meine es schon mal gehört zu haben, aber... Ich weiß auf jeden Fall von diesem Spiel, dass ihr das alle schon mal gespielt habt. Ja, dann weiß ich's. Strubi? Stickfight. Das stimmt. Stickfight the Game. Da kam das vor. Stimmt. Stickfight the Game. TM. With Knuckles. Ja. Das TM können wir uns, glaube ich, sparen. Ja. Passt. Nix. Klingt furchtbar in der Szene. Hoch. Ja.
Oh, ich habe ein Stück mit Pause erwischt. Geht gleich weiter. Stuppi war zuerst. Luigi's Mansion. Gibt's mehrere Teile? Ach, du weißt doch, dass ich sowas nie gespielt habe. Kannst du mir wenigstens sagen, wie viele es gibt? Dann rate ich einfach irgendeinen davon. Es gibt, glaube ich, 4? 3. Ich sag Luigi's Mansion 3. Brock, du hast eine Chance und nur 3 Sekunden. 3. Das müsste der erste sein. Ja, war der erste Teil. Ach, Manu. Ich kenne das nur aus Mario und Luigi, Partners in Time. Kommt das auch drin vor? Das ist das auch. Ja, von dem Professor. Das Theme ist das quasi. Ah, okay, wieder was dazugelernt. Aber ja, es ist Luigi's Mansion 1 gewesen. So, viele Fragen sind nicht mehr. Haltet euch ran. Wo ist mein Button? Da ist mein Button. Doch, jetzt habe ich es. Der Teil fehlte mir. Mario Kart Wii. Richtig. Das stimmt. Das Stück fehlte mir. Ja, ich habe extra den Mario Anfang Kart ist, wusste ich schon so lange, aber ich wusste. Ja, Mario Kart hatte ich auch, aber ich wusste nicht welches. Das passt. So, next. Krieg ich den Bass auch resettet oder fühle ich zu viel? Danke. Entschuldigung. Es hört sich nach Western-Musik an. Deswegen würde ich sagen, es müsste Red Dead Redemption sein. Welcher Teil? 2. Das war 1. Oh nein, ich geb dir den Punkt. Das passt schon. Ja gut, das habe ich nie gespielt. Nee, es war Red Dead Redemption. Ja, viel ist nicht mehr übrig. Wie viele noch? Nicht mehr viel. Oh. Du sagst, wenn es volle Geschwindigkeit hat, ja? Wir haben volle Geschwindigkeit. Maximale Geschwindigkeit erreicht. Ich kann doch noch schneller machen, aber es hilft euch dann nicht. Nee.
Nee. Nee. Es war Terraria. Ah. Was ist das? Ich weiß nur, dass es so ähnlich ist wie Starbound. Ja. Okay. Ich habe das nie gespielt. Oh, okay. Das könnte man mal zusammen spielen. Ja. Diese Idee, die kam, glaube ich, schon so ein paar Mal, ja. Jetzt weiß ich, dann hole ich euch Starbound. Wenn ihr mir Borderlands 3 holt, hole ich euch Starbound. Nein, wir wollen ja gar nichts zurückhaben. Das kann halt ein paar Monate dauern. Ja. Außerdem, du kannst uns ja gar nicht dazu bringen, irgendwelche Keys einzulösen. Von daher, Pech gehabt. Edge. Das Licht, das macht sie eine Challenge. Ja, stimmt, ich wollte auch noch eine Challenge machen. Oh, irgendwie ist alles weg auf einmal bei mir. Hast du was geschlossen? Alles ist weg? Nö, eigentlich müsste noch alles da sein. Bei mir ist noch da. Mir ist auch alles noch da. Oh, mein Wasser ist irgendwie verschwunden. Hast du es vielleicht aus Versehen geschlossen? Nö, eigentlich nicht, aber jetzt ist er wieder da. Okay. Also du darfst auch noch buzzern. Hat sich alles minimiert, ich habe nichts gedrückt. Aber egal. Test ich buzzern mal kurz. Nicht, dass du jetzt irgendwie hier raus bist. Doch, du darfst noch buzzern. Okay. So, dann next. Rogue. Super Mario Odyssey? Das stimmt. Da sieht die. Naja. Ich kenn's nur aus Smash. Pauline. Jo, und damit sind wir beim Ende. Das waren alle 27 Soundtracks. Und ich sehe es auf den Punktestand und wir haben einen Gewinner. Was? 27? Das waren 27 Soundtracks, ja. Kann mir das noch mehr oder noch weniger vor? Auf den Punktestand? Punktestand ist 5 plus 10 plus 7. Ja, und 5, die wir nicht erraten haben. Genau. Ach so. Ja, es gab auch Songs, die ihr nicht erraten habt. Ja, weil ich nicht einfach nicht drauf kam, dass mein Lieblingsspiel Wendy Geheimnis und Höhe dabei war. Genau, das war eins davon. Damit haben wir einen Gewinner für diese Mini-Tactician Gun Competition. Gratuliere, Rogue, du hast einen Kuchen von Echo gewonnen. Also ich klatsche gerade, aber du hörst es leider nicht. Ja, ist okay. Ja, stimmt. Ich stelle es mir einfach vor. Genau. Fühle dich applaudiert. Ich sage jetzt auch einfach, ich stehe auf und klatsche. Also ich habe wirklich geklatscht. Ich glaube, dass wir uns umbenennen zu Tado wäre doch auch gut. Also nur das eine T nennen. Tado. Was bedeutet das dann? Das ist dann einfach nur Tactics in Tisturpy One. Nicht The Tactics. Ja, okay. ich finde The dann noch gut, weil dann kannst du einfach das schreiben, das erste T ist stumm. So als Untertitel oder so. Okay. Es gibt ja auch hier den Namen Lloyd oder so, den du mit zwei L schreibst. Ach ja. Das ist ja auch eins von den L stumm. Es ist einfach ein hartes T. Tado. Oder so, ja. Das ist ein Tado. Vielleicht man das so. Ja. Viel Spaß beim Bildschirm abputzen. Nein, ich muss nur meine Tastatur ein bisschen sauber machen. Das geht. Nee. Wir haben zum Glück ein Pop-Sturz. Ja, ich auch. Mittlerweile. Einen, den man mit so einem kleinen Gummi da noch festmacht. Aber ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich besonders stark poppe in das Mikrofon. Aber okay. Ja. Jo. Ich glaube, bei mir wäre wahrscheinlich schon eher, weil ich leicht lispel. Aber das poppt ja nicht, wenn du lispelst. Du meinst ja ein Lispelschutz. Ja, aber dann kommt trotzdem Spucke raus beim Lispeln. Das ist ja kein Schutzschild gegenüber Feuchtigkeit. Das soll ja nur zu starken Wind irgendwie abdingsen. Okay. Abbremsen. Oh, aber es fängt natürlich auch Spucke ab. Oh Mann. Ja. Du kannst aber so Regenschirm über dein Mikrofon machen, so einen kleinen. So ein Miniaturponcho. Ja. So ein Miniaturponcho, das wäre doch. Oh Gott. Ja. Ja, nur damit Alkohol nicht in ihr Mikrofon vollsabbert.
Na gut. Okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, gehst du nachher mit dem Mob durch und hast den Boden gewischt. Das ist doch auch schön. Oh! Ja. So, das war die Mini-Competition. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Ich habe spontan. Die Mini-Competition von der oder das Tadu. Genau. Ja. Ja. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Lasst mich abmoderieren. Okay. Ja, tschüss. Und so. Auf Wiederhören. Ciao.